willkommen zum heutigen neuen Weihnachtsback-Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute mein absoluter Favorit, den ich dieses Jahr gemacht habe, bei weitem. Es ist unglaublich lecker. Ich habe auch nur gutes Feedback bekommen. Und zwar geht es um ein Lebkuchenrezept und es nennt sich das Kriegsbrot. Klingt jetzt halt nicht unbedingt sympathisch, ist aber wahnsinnig lecker. Die Rezepte, die ihr von mir hier präsentiert bekommt, sind originale Rezepte aus der Kriegs- bzw. Nachkriegszeit. Und ja, ich finde die einfach immer super interessant, weil es meistens sehr übersichtlich ist von dem, was man dazu braucht. Und sie schmecken einfach gut und ich bin einfach ein Nostalgiker. Ich mag gerne alte Dinge und ich mag auch einfach alte Rezepte, die ich ausprobieren kann. Und ja, an alle Leute, die hier neu sind, vergesst nicht, sämtliche Videos auszuchecken. Und wenn es euch hier gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Über Daumen nach oben freue ich mich von jedem, der hier auf meinem Channel unterwegs ist. Und solltet ihr dieses Rezept nachmachen, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, wie ist euer Feedback dazu. Wie gesagt, das ist mein persönlicher Favorit von den drei Sachen, die ich dieses Jahr gemacht habe. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los mit dem Rezept vom Kriegsbrot. Erstmal, was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen 400 Gramm Mehl, 150 Gramm Zucker, 4 Esslöffel Butter und 4 Esslöffel Honig, den Saft und die geriebene Schale von einer unbehandelten Zitrone, ein halbes Päckchen Backpulver, ein halbes Päckchen Lebkuchengewürz, was circa einem Esslöffel entspricht, 2 Esslöffel Marmelade und je nach Wunsch, wie es euch am liebsten ist, gehackte Mandeln und Rosinen. Ich habe die Rosinen weggelassen, weil ich Rosinen super eklig finde, aber Mandeln sind, also fallen Mandeln unter Nüsse. Ich habe ja Nussallergien, sämtliche, aber Mandeln sind okay, deswegen habe ich mich über die gehackten Mandeln tatsächlich gefreut. Ihr zerlasst die Butter zusammen mit dem Zucker und dem Honig bei geringer Hitze, lasst das Ganze dann auskühlen. Und vermischt das Ganze mit der gesiebten Mischung aus Backpulver, Mehl und Lebkuchengewürz. Auch Zitronensaft und Zitronenschale könnt ihr da schon hinzufügen. Das Ganze dann erstmal zu einem glatten Teig kneten und dann könnt ihr Rosinen, Mandeln, eins von beidem, beides wie ihr wollt, noch hinzugeben und ebenfalls mit einkneten. Dann müsst ihr ein kleines Backblech oder eine kleine Form, Backform von ca. 25 cm Länge einfetten und zusätzlich mit Mehl bestäuben. Hier mein Tipp, nehmt nicht zu viel Mehl, weil ich muss die ganze Zeit quasi meine Lebkuchen abstauben, weil so viel Mehl dran klebt. Ich war da ein bisschen sehr großzügig, weil ich Angst hatte, dass es anbappt. Den Knödelteig, den ihr dann habt, einmal halbieren und eine Hälfte davon auf einer bemehlten Unterfläche ausrollen. Diese ausgerollte Hälfte dann eben in die Backform oder auf das Blech legen und mit Marmelade bestreichen. Dann nehmt ihr die zweite Hälfte, rollt die ebenfalls aus und legt sie auf die andere Hälfte, die ihr mit Marmelade bestrichen habt. Wie ein Sandwich. Mit Milch bestreichen das Ganze und dann könnt ihr nochmal verzieren, irgendwelche Muster drauflegen. Ich habe einfach nur nochmal gehackte Mandelblättchen drüber gestäubt, geschmissen, gelegt. Das Ganze im vorgeheizten Ofen bei 150 Grad für ca. 45 Minuten backen. Dann nehmt ihr es raus und könnt das Ganze in so große Stücke schneiden, wie ihr es gerne hättet. Und schon ist es fertig und es ist wirklich mega, mega, mega lecker, weil erst habt ihr so dieses typische Lebkuchen-Geschmacksding. Und dann kommt so diese wahnsinnige Fruchtigkeit so im Abgang und es ist unglaublich lecker. Wirklich, es ist Und ja, das war's auch schon mit dem Rezept. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, mein Favorit ist das Kriegsbrot auf jeden Fall dieses Jahr. Und ich bin sehr froh, dass ich noch sehr viel davon übrig habe, weil das ist wirklich viel geworden. Ja, so viel dazu. Das Video ist damit vorbei. Ich wünsche euch viel Spaß in eurer kleinen persönlichen Weihnachtsbäckerei und habt eine schöne Weihnachtszeit. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.